Ist denn nun auch bei uns angekommen? Der Terror. Angefangen hat es letztes Wochenende in Paris. Jetzt musste das Freundschaftsspiel der Fußballnationalmannschaft in Hannover abgesagt werden. Was kommt als nächstes, fragen sich vielleicht viele. Am Münchner Hauptbahnhof gab es kurzzeitig Alarm wegen herrenloser Gepäckstücke mit anschließender Entwarnung. Man merkt jedoch, die Lage ist insgesamt angespannt, die Reaktionen der Menschen durchaus unterschiedlich. Dass der Terror auch nach Deutschland kommt, wenn er nicht sogar schon da ist. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit aus meinem Gesichtspunkt heraus, wann es auch bei uns Anschläge geben wird. Und also ich für mich, für meinen Teil, bin sehr verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es rückt halt näher, es ist halt Hannover, es ist jetzt nicht mehr. Paris war auch schon extrem nah. Ich meine, man darf natürlich die anderen Länder, wo das alles auch schon passiert ist, nicht vergessen dabei. Aber es ist halt was anderes, weil es einfach Nachbarland ist. Und man denkt halt viel intensiver, leider immer erst dann darüber nach. Natürlich ist halt, glaube ich, einfach so, dass viele Menschen das dann erst tun, dass dann erst bewusst wird, dass man selbst auch betroffen sein kann. Ich denke, dass vieles unterm Deckel gehalten wird und nicht alles sofort preisgegeben wird, was bewusst wahrgenommen wird. Und es dient natürlich auch der Verunsicherung der Bevölkerung, wenn jetzt viele Meldungen rausgehen. Und man sieht es ja jetzt wieder, man weiß ja gar nicht genau, was in Hannover gewesen ist, was letztlich zu der Spielabsage in Wahrheit geführt hat. Und was unser Innenminister erzählt hat, hat ja mehr der Verunsicherung gedient als der Aufklärung. Und die, denke ich, ist wichtig. Ich glaube, es ist latent auch hier, das glaube ich schon, ja. Nee. Aber einfach aus dem Prinzip, weil ich ihnen damit einfach genau das geben würde, was sie wollen. Und zwar, dass ich mein Leben einschränke, dass ich Angst und Terror zulasse und einfach nicht das mache, was ich möchte. Und ich meine, mein Leben gehört halt dazu, dass ich halt in die Stadt einfach mal gehe und shoppen gehe, dass ich auf ein Konzert gehe oder sonst was. Und ich finde, klar, logisch hat man vielleicht vieles mit einem mulmigeren Gefühl jetzt, vor allem, weil es jetzt gerade erst alles passiert ist. Aber es bringt ja auch nichts, ihnen genau das zu geben, was sie wollen. Weil am Schluss werden wir uns dann auch, wenn wir alle unzufrieden sind, weil wir uns in unserem Leben einschränken, geben wir ihnen noch mehr das, was sie wollen. Große Veranstaltungen versucht man zu meiden. Wir kommen, also ich selber komme jetzt aus dem Raum Augsburg. Auch da versuche ich im Moment jetzt keine großen Konzerte oder sowas im Moment mehr zu besuchen. Lieber schaue ich es mir von außen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man verkriecht sich schon etwas. Würde ich jetzt nichts anderes machen, also ich werde nach wie vor weiterleben, wie ich es bisher auch getan habe und auch da hingehen, wo ich gerne hingehen möchte. Allerdings hat man nicht mehr so ein sicheres Gefühl dabei und ich denke, das ist ganz normal.